Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren fantastischen Folge Batman Arkham Origins. Ich danke wie immer fürs Reinschalten und fürs kräftige Bewerten der so glorreichen letzten Folge. Wir machen hier direkt weiter in diesem schönen Hotel, in dem sich der Joker eingenistet hat und all seine bösen Schergen um sich herum zusammengeholt hat, die eine Mission haben, nämlich uns ausschalten, den Weihnachtsabend von Gotham versauen und den Joker schützen. Bane bleibt beim Joker, Firefly ist feurig davongeflogen und der Electrocutioner, naja, den hat der Joker selbst erledigt, deshalb ist der für uns keine Hürde mehr. Aber wir haben seine Handschuhe erhalten und mit diesen Handschuhen können wir jetzt hier Aufzüge wieder in Gang bringen. Und das ist natürlich wirklich famos. Ausgezeichnet. Was ist mit Gordon? Keine Spur von ihm. Er hat keine Ahnung, dass hier irgendwas los ist. Gut, seid bereit, euch in Bewegung zu setzen, wenn ich ankomme. Oh, Brandon, wer auch immer Brandon ist. So, wir müssen jetzt erstmal nach da oben. Anscheinend. Ostturm 10. Stock. Ist das unsere Mission? Muss ich hier weiter? Ich nehme es an. Okay, wir sind im Ostturm. Und wir müssen irgendwo hin. Ich nehme an. Hast du den Joker gefunden, Sir? Ja, er ist im Penthouse. Wie ich sehe, hat mein Rat Ihnen geholfen. Mal wieder. Noch nicht. Es wird nicht leicht werden, an ihn ranzukommen. Die Aufzüge sind abgeschaltet. Und Jokers Leute sind überall. Sie finden zweifelsohne einen Weg da hoch. Einen Weg da hoch finde ich definitiv irgendwie, aber. Endlich die Hotelgäste abknallen. Joker sagt, wir dürfen alle Angestellten umgehen, die wir finden. Die sollen eingeschlossen bleiben. Ach ja? Warum denn? Joker lässt das Etablissement von allen umdekorieren. Fragst du dich nie, wofür das ist? Für die Gäste? Wenn ja, die wütend aus. Oh, wartet mal. Ich muss mal eben. So, jetzt kriegt er schön ein aufs Fressbrett, Freunde. Ihr seid nämlich nur vom Joker die Handlanger. Und von daher keinerlei Hürde für mich. Auch wenn ihr mir gerade schon wieder gewaltig auf den Sack geht. Und ich diese Gruppenkämpfe hier gerade so ein bisschen... Sie hängen mir zum Hals hinaus. Sag mal's, wie es ist. Ich muss sagen, die Bosskämpfe sind cool designt. Und bei den normalen Straßenkämpfen, wenn die nicht so oft vorkommen würden, wäre das schon wieder... Aber gut, dann wäre das Spiel wahrscheinlich auch ziemlich kurz. Aber fände ich irgendwie geiler tatsächlich. Oh, jetzt habe ich wieder nicht drauf geachtet. So, du noch eine, du noch eine, du noch mal und du noch mal. So. Na, was haben wir denn da? Du kommst ein bisschen spät zum Essen. Zum Glück hat sich dein guter Freund Bane geweigert, ohne dich mit der Mahlzeit anzufangen. Anscheinend bevorzugt er kalt servierte Gerichte. Okay. Enjoy the show steht da drauf. Werden wir tun. Die Schockhandschuhe, wo kann ich die guten Dinger wieder aufladen eigentlich? Ach so. Habe ich das jetzt nur für diesen Kram hier gemacht? Dieses belastende Material von Enigma, was ich eh nicht brauche? Naja, gut. Was soll's, was soll's, was soll's. So, wo geht's hin? 10. Stock, ich muss da hoch. Einmal bitte hier das Lüftungsschachtgitter kaputt machen. Na, so funktioniert das gut. Einmal hier nach oben. Dann ist der Finger oben, dann wird man dich loben. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Ihr wisst Bescheid. So, was kann ich hier machen? Nix. Ich muss wahrscheinlich hier drauf springen. Ohoho. Ohohohohohoho. Das war knapp, Freunde. Was kann ich da denn machen? Okay, erstmal aufladen hier die Schose. So, einmal bitte ab nach oben. Stürzt das jetzt wieder ab? Bettel ruhig um dein Leben. Nein. Bitte nicht. Ich kann nichts sehen, Mann. Denkst du, ich kehre mich im Dreck um deine Familie?
doch den Spaß, Mann. Du bist krank. Oh. Hä? Mein Arm bringt mich noch auf. Hä? Ah, da ist schon ein Dings dran. So, Moment, ich muss mal eben hier rüber. Hier ist nämlich noch was Feines. Ich nehme es mal mit, wenn ich schon die Möglichkeit habe, ne? Ich will hier überwintern, um ehrlich zu sein, Freunde. So. Der hat sich das selbst vor den Kopf geschmissen. Du willst doch nicht herkommen, oder? Nee, ich möchte eigentlich, dass ihr hierher kommt, damit ich euch hier runterziehen kann, aber ihr wollt nicht, okay. Dann geht's halt so. Dann halt so, Freunde. Jetzt ist aber ja Schluss mit lustig. Harakiri, Harakiri, Harakiri. So, dem mit dem Messer, der geht mir sowieso am meisten auf den Sack. Ist aber nicht so wild. So, alles easy. Alles easy peasy. Schön den lieben, netten Kollegen am Leben lassen hier. So. Nein, natürlich bin ich kein Amateur. Ich bin ein gelernter Kampfkünstler. Mein Lehrer war Bruce Lee. Im Film Die Klapperschlange. Ich glaube, das ist ein Film von Jackie Chan, aber okay. Okay, los. Weiter geht's. Ach so, ich habe jetzt Schockhandschuhe. Die kann ich aktivieren. Ich habe jetzt mega krasse Handschuhe. Bitte, bitte, tun Sie mir nichts. Keine Angst, ich bin hier, um zu helfen. Okay, okay, bitte. Sie haben meine Freunde. Sie halten sie als Geiseln in der Overview Bar. Wo ist das? Die hängende Bar, zwischen den Türmen. Ah, das habe ich von draußen gesehen vorhin. Sie müssen sich beeilen. Die haben nicht mehr viel Zeit. Okay. Ich auch nicht. Ich habe andere Sachen. Ach du Schande. Der Arme. So. Ich muss hier wieder Handschuhe aufladen. Ne? Aua. Gehalten. So, müsste doch reichen, oder? Ich muss doch hier nur easy peasy durchkommen. Gut. Da hinten ist ein Gegner. Sind zwei gerettete Hotelangestellte für dich und... Oh je, ich liege immer noch weit vorne bei den getöteten Angestellten. Ich weiß, diese ganzen Geschenke hier sind verlockend. Aber denk dran, bevor du zugreifst. Sie sind nicht für dich! Kopf hoch. Fühl dich nicht ausgeschlossen. Ich habe ein besonderes Geschenk für dich direkt um die Ecke. Garniert mit etwa 400 Pfund Schlägern. Nett. Vielen Dank. Die Geschenke sind alle mit Sprengstoff gefüllt. Das ist nicht gut. Und da muss ich hin. Oh oh. Da muss ich aber ganz dringend los. Was hat er denn nur mit dem... Also... So, mal eben hier. So. Ja, sei entspannt. Sehr, sehr gut. Und kann ich den runterziehen? Nee. So, dann mal eben ab nach oben. Hallo? Oh, Mist. Yeah! Oh, oh, Batman, beeil dich, gleich wird jemand erschossen. Okay, gleich wird jemand erschossen, warum? Da ist so eine da ist so eine Knarre, das ist, nicht gut. Kann ich diese Kralle irgendwie kaputt machen mit einem... So ein Teil hier vielleicht? Nein. Äußerst bedauernswert. Für dich meine ich, für mich. Ah, jetzt hat's geklappt. Okay, gut. Also man muss seine Gadgets schon einsetzen zu wissen, sonst hat man
halt wirklich ein Problem. Aber wenn man es dann mal hinkriegt, dann passt das alles. Nee, hier mein Freund. Nee, hier mein Freund. Und hier kriegst du noch einen aufs Fressbrett. Und du... Aua. Alter, jetzt gehen die mir aber langsam hier ein bisschen auf die Eier. Ich bin Vergeltung. Und tschüss. Hat Sionis diese Typen gefunden? Klar, sie spucken große Töne. Aber setz sie auf den elektrischen Stuhl und sie heulen wie kleine Mädchen. Glaub mir, ich hab das getestet. Der Joker, der hat sie echt nicht alle. Der hat sie einfach echt nicht alle. So, wohin? Ich muss diesen Lüftungsschacht hinaufkommen. Ach du Schande. 6-2, Brandon. Hat Black Mass schon geantwortet? Negativ. Kein Ton von ihm, seit er ins Gebäude gegangen ist. Michael Sionis denkt, er kann uns ignorieren. Was ist mit Gordon? Wir haben ihn zu einem Einbruch draußen beim alten Freizeitpark geschickt. Aber angeblich hat Vicky Bell die Sache spitz gekriegt. Verdammt. Ich bin gleich da. So. Hier muss ich so ein Seil spannen, oder? Easy peasy. Okay. Dann kann ich damit rüber. Aber wie kriege ich jetzt das Dampfgerät aus? Gar nicht, oder was? Benutzen? Jetzt ist das da oben aus. Jetzt kann ich quasi nach oben, oder? Okay. Easy. Das kann ich öffnen, nehme ich an. Das ist sogar korrekt. Damit leite ich den Dampf von unten. Wie wär's, wenn du hier runterkommst, ich dafür eine Weile deinen Posten übernehme? Als würde die Fledermaus am... So, mach's gut, mein Freund. Tschüss. Easy peasy gerade. Wir machen das ganz exakt. Geht's hier hin? Ach, der Typ hängt da noch. Und hier könnte ich irgendwo hin, eventuell. Mal gucken. Ich bin hier jetzt schon ziemlich weit oben. Oder sehe ich das falsch? Also das sieht doch bislang schon ganz gut aus, oder bin ich der Annahme, dass dem nicht so ist? Doch, Westturm, 25. Stock, das lohnt sich doch. Ich glaube, ich mache das gar nicht so verkehrt. Okay, da schneit es ein bisschen rein. Kann mal jemand hier die Fenster zumachen? Habt ihr noch nicht auf die Energiepreise geguckt? Also, Leute... Mit diesem Penthouse haben sie sich selbst überkochen. Das Bad hat drei verschiedene Sorten Seife. Ich meine, wer hat Zeit für so viel Hygiene? Ich springe meistens nur in einer Wanne Säure und lasse es gut sein. Ach Mann, ey. So. Jetzt ist aber wirklich endgültig Schluss mit lustig. Gut. Autsch. 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 Warum hat der Arme denn Rudolf auf dem Kopf? Das ist wirklich doof gelaufen. Wirklich sehr, sehr doof gelaufen. So. Was ist das? Gefällt dir, was ich mit dem Laden gemacht habe? Ich weiß, es ist ein bisschen viel. Was soll ich sagen? Ich bin manchmal ein bisschen zwanghaft. Was zum Henker? Der hat doch, der hat hier eine Achterbahn draus gemacht. Oha. Oh oh. Ich habe so das Gefühl, ich sollte die vielleicht nicht berühren, aber anscheinend ging das gut. Bringen wir die Gäste hier durch.
bald, hoffe ich. Es ist fast fertig. Ich verstehe nur nicht, warum er es an unseren Jungs testet. So, meine Freunde. Dann wollen wir mal, ne? Hier, dein eigener Basie schön auf die Fräse. Und du noch eine. Und du kriegst auch noch einen. Aua, hallo, warum? Das ist doch nicht fair, Freunde. Das ist doch einfach nicht fair. Die geben mir ja einfach jedes Mal wieder eine aufs Fressbrett. So, ist hier auch mal einer K.O.? Vor allem, ich drücke manchmal schon, dass die quasi, dass ich kontere. Und trotzdem habe ich so das Gefühl, dass der oftmals einfach nicht kontert. Okay, der ist hin. Aua. Alter, was ist denn nur? Oh. Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Aua, jetzt reicht's. Jetzt gibt's hier aufs Fressbrett. Yeah. Wo ich das alles her habe, fragst du? Na ja, ich habe einen tollen Deal für einen stillgelegten Freizeitpark gemacht. Du hättest das Gesicht des Maklers sehen sollen, als wir ihn mit Handschlag besiegelt haben. Ach du Schande, das geht jetzt hier auch noch auf Zeit? Und nun? Ach du Heilige, ach du Heilige, ach du Heilige. Du kriegst die Tür nicht zu. Und nun? Ach so, ich kann da drauf springen, okay. Bumm. Und hacken, oder? Alter, was ist das für eine kranke Show? Elektrisch nehme ich an. Nein, ist abgelehnt. Oh Gott. Maske. Maskenpall. Auch abgelehnt. Was haben wir denn noch? Klopf. Klopf. Jawohl. Boah. Naja, technisch gesehen war das Schummeln. Moment, aber. Ach, was soll's? Ich mag Schummler. Also, bravo, Batman. Bravo. Das ging ja gerade nochmal gut. Lass mich hier raus. Kann ich ihn rausholen? Oder ihn? Nö. Kann sie nicht rausholen, oder? Nö. Na gut. Dann halt nicht. Wo geht's weiter? Für mich jetzt? Hier oben oder was? Oha, was ist das hier nur für ein krankes... Netter Versuch! Es gibt keinen Ausweg! Du musst wohl da warten, wo du bist, bis ich die Hotelgäste durchschicke. Ist das nicht zum Schreien? Warte mal. Du gibst wohl dein Bestes! Dein Optimismus ist überraschend, wenn man bedenkt, wie miese Petrich du immer dreinblickst. So. Durch das eine Auge raus, durch das andere Auge rein und schon ist alles fein. Und ab nach oben. Vielleicht ein, zwei, drei. Aber bleib fair. Nicht, dass ich dir deinen kleinen Gürtel wegnehmen muss. Mein kleinen was? Mein Gürtel? Alles easy bislang. Alles easy bislang. So, da es da nicht weitergeht, geht's ja nur hier weiter. Nicht nochmal, bitte. Oh nein. Dieses Spiel nenne ich Joker sagt. Und jetzt sagt Joker, dass ich dieser arme Mann gleich wegen dir heiser schreien wird. Wenn ich versuche, ihn herauszuziehen, stirbt er an dem Stromstoß. Ich muss bei dem Spiel mitmachen. Hm, na toll. Hast du als Kind auch versucht, die Nationalhymne zu rülpsen? Darin war ich immer eine Niete.
dieser Gentleman meinte doch, er könnte es. Machen wir uns einen Spaß und schauen wir, wie er sich unter Strom schlägt. Juhu! Das hier gefällt mir am besten. Erinnert mich an meine... Ich komme gar nicht mehr zum Reden in dem Let's Play, das ist auch gut. Das hat an der Fahrgeschäfte, der Gestank von toten Tennern unter der Promenade. Ach, die gute alte Zeit. Was ist denn jetzt? Ah. Okay, pass auf. Also, das. 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 Und das. Ach du Schande. Eins, zwei, das, das. Okay. Das. 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 Sehr gut. Er hat's geschafft. Oh Gott, er hat's geschafft. Klar, ich bin Batman. Was hast du nur erwartet? Ich glaube, du musst noch an deinem Humor arbeiten. Du hast heute Nacht nicht einmal gelächelt. Du weißt doch, ein Lächeln am Abend ist besonders erlabend. Oh Mann, der Joker ist völlig durchgeknallt. Freunde, wie es in der nächsten Folge weitergeht, das erfahrt ihr halt leider erst beim nächsten Mal. Ich bedanke mich wie immer fürs Reinsehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann wie immer den Daumen in der nördlichsten aller nördlichen Richtungen nicht vergessen. Kommentarsektion wieder voll Spam. Und natürlich Kanal abonnieren und Glocke aktivieren, falls ihr dies noch nicht getan habt und nichts mehr verpassen wollt. Auf Instagram könnt ihr auch sehr gerne mal vorbeischauen. Wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder. Bleibt schön gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.